in Obereichstätt im Altmühltal. Hier lebte und arbeitete der Stahlbildhauer Alf Lechner. In seinem Skulpturenpark bildet Juragestein die karge Kulisse für seine Stahlskulpturen. Sie stehen aber auch an vielen Orten im öffentlichen Raum. Tonnenschwer und für manchen provokant. Das Grundprinzip der Kunst ist, nach meiner Erfahrung, Dinge zu machen, die niemand will. Und die man brauchen kann. Im Gegensatz zum Design. Das Design hat zum Ziel, Waren herzustellen, die ein Bedürfnis erwecken, die erwecken das Bedürfnis, sie zu kaufen. Kunst ist umgekehrt. Nach dem Krieg war Alf Lechner kurze Zeit selbst ein erfolgreicher Designer. Er verkaufte alles und suchte als Bildhauer neue Wege. Wenn ich Kunst mache, wie vor 200 Jahren, dann ist ja nichts passiert. Anfangen tun die Bildhauer, die mit Stahl arbeiten, ja alle gleich. Sie gehen auf den Schrottplatz und schweißen das Klump zusammen. Das ist sehr amüsant. Alf Lechner reizte es von Anfang an mehr, mit Stahl die Grenze des technisch Machbaren auszuloten, zum Beispiel am Münchner Flughafen. Im Herbst 2007 entstand das Fundament für die 220 Tonnen schwere Skulptur. Die Flughafen München GmbH wählte für Lechners Werk einen prominenten Ort, in Sichtweite der Zubringerautobahn vor den Verwaltungsgebäuden. Leicht und luftig soll die Stahlskulptur wirken. Eine Form, in der sich die kleinen Kinder einen Flieger vorstellen. Nämlich die Überkreuzung von zwei Elementen, Rumpf und Tragflächen. Frühe Bilder des gebürtigen Münchners zeigen das alte Schwabing, wo Alf Lechner aufgewachsen und im Atelier seines väterlichen Freundes Alf Bachmann erstmals mit Kunst konfrontiert worden ist. Er hat mir sehen gelernt. Das Wichtigste war erstmal gesagt, ja, du kannst doch zeichnen. Ich sage, ja, schon ein bisschen. Das waren meine guten Fächer in der Schule. Ich war überall schlecht. Nur im Zeichnen und Turnen war ich gut, weil da brauchte man nicht fleißig sein. Und ich war im Grunde ein fauler Hund. Nur habe nur das gemacht, was mich interessiert hat. Auf der anderen Seite war ich ein sehr praktisch, handwerklicher, praktischer Mann und habe eine gute Abiturnote dadurch bekommen, dass ich bei Fliegerangriffen, nach Fliegerangriffen, die kaputten Fensterscheiben der Schule repariert habe, mit einem Freund zusammen. Und ich hatte sowohl das Talent, Gas zu organisieren, als auch die Burschen in der Schule dazu anzuregen, uns zu helfen. Und wir haben die ganzen Fenster immer wieder eingeglast. Wir waren eigentlich mehr Glaser als Schüler. Nach Abitur, Kriegsdienst und einer Schlosserlehre richtete sich Lechner am Starnberger See sein erstes Atelier ein. Mit Würfelkonstruktionen von Münchens alter Pinakothek gelang ihm 1973 künstlerisch der Durchbruch. Der Autodidakt wurde Kunstprofessor. Dass sich seine geometrische Einfachheit verpflichteten Skulpturen sogar in spätbarocke Kirchenräume fügen, bewies Alf Lechner in Rott am Inn. Man hat die Pflicht, in so einer Kirche nur was zu verwirklichen, was der Denkungsart des Schöpfers entspricht. Da muss man sich anpassen. Und das hat mir großes Vergnügen gemacht. Das war ja auch meine Denkungsart. Ich bin ja barock, ich bin ein bayerischer Mensch, ich bin ein Lustmensch. Ich habe alle Sinne, setze ich in meinem Leben ein. Und das ist barock. Barocke Sinneslust und künstlerische Avantgarde. Eisen ist eine Materie, die seit Jahrtausenden bekannt ist und verarbeitet wird. Heute spricht man von Stahl. Stahl ist, ähnlich wie Glas, ein von der Temperatur abhängiger Flüssigkeitszustand. Leicht, fast tänzerisch bewegt sich der Stahl. Damit die sich kreuzenden Elemente mit 34 bzw. 36 Metern Länge so leicht aussehen wie ein Kinderspielzeug, wie ein Papierflieger aus Rumpf und Flügeln, wird auf die hohen Stege ein schmaler Flansch geschweißt. Alf Lechner ist dabei.
wenn auch bewusst nicht immer mit allen Sinnen. Ich habe meine Ohren ausgeschaltet. Die Ohren wieder eingeschaltet. Herzer! Was bedeutet für Alf Lechner, wenn eine Arbeit fertiggestellt wird? Was bewegt ihn, wenn ein Werk, obendrein sein größtes, vor der Vollendung steht? Das ist immer das Gleiche. Die Spannung ist natürlich groß. Ich weiß, wie es aussieht, aber wenn ich es dann stehen sehe, sieht es doch voll ganz anders. Vollkommen anders. Das heißt, die Erwartungen werden erfüllt, was meistens interessanter ist, vor allen Dingen in diesen Dimensionen. Seine Werke wirken oft schlicht. Schön war für Alf Lechner stets das Einfache. Doch der Prozess, in dem seine Skulpturen ihre Gestalt angenommen haben, war eher ein Abenteuer. Diese Lust, mit Stahl zu experimentieren, hatte sich bis zum Schluss bewahrt. Die spielerische Leichtigkeit, die sich aller Schwerkraft widersetzt. Die Skulpturen von Alf Lechner werden uns noch lange begleiten.